Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr gespielt, das heißt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das geht. So, mal gucken hier. Mal gucken. So, es ist dunkel, das heißt, wir müssen jetzt mal pennen. Ist auch gerade niemand in der Nähe. So, wunderbar. Gut, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Da war, glaube ich, was, dass wir hier ziemlich mit Eindringlingen zu kämpfen hatten. Da unten liegt ein Stein. Oh, da wächst Aloe Vera direkt bei uns in der Festung. Uah. Gut, jetzt habe ich einen Stein genommen. Wollte ich nicht, aber dann haue ich mir immer eben sowas auf den Grill. Frühstück ist wichtig und in der Zeit, wo das da rumbrutzelt, hole ich mir mal diese Pflanze da weg. So. Ja, sieht natürlich wieder sehr zugewachsen aus, wie jedes Mal nach dem Laden. Wir müssen wieder Platz schaffen, unsere Tür ist wieder da. Warum da jetzt Holz liegt, das kann ich nicht sagen. Weil lag das da vorher schon? Hatten wir so viel Holz da liegen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich echt nicht. Oh, schon. Ach, das geht so schnell jetzt mit den Dingern. Ist herrlich. Gut, solange jetzt noch die Ruhe da ist, würde ich mal sagen, wir machen da erstmal weiter. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar bei unserem Vorbau. Das wollte ich nochmal gucken. Das war jetzt... Um mich da jetzt erstmal nochmal zu orientieren. Ach ja, genau. Wir wollten jetzt hier vorne noch... Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Hier jetzt noch weiter... Ah, muss ich überlegen. B, klar. Die Fensterwände draufstellen. Ah, das ist schön. Er macht das trotzdem noch. Trotz des Speicherns in allem. Nicht als Dach. Nicht als... Ja, so, genau. Ja, es wäre auch schön, wenn er jetzt, die... Dächer ähnlich anbauen würde. Das heißt, wenn er sie auch rankleppen würde. Was ist aber blöd, das snappt ja hier gar nicht richtig. Mann, mach das da oben drauf. Nein, noch nicht zurück. Mann. Mann. Da. Wenn ich da rumgehe, macht das dann irgendwie vielleicht daneben, dass er den als Ausgangspunkt nimmt. Gut, also. Mal dahin. Reißen zumindest die beiden weg. Das war jetzt doof. Gebe ich ja zu. Na, da haben wir ein bisschen gehangen. Ich frage mich gerade, wenn er hängt, ob das dann was damit zu tun hat, dass dann irgendwie Eingeborene auftauchen. Also quasi, dass die... mal kurz nochmal rendern muss. Quatsch, rendern. Rechnen muss. Weil er dann die Eingeborenen einbaut. Kann ich denn hier jetzt... Vielleicht was unterbauen. Könnte das an, dass ich da eine Wand dran bauen kann. Nee, nicht Wand, sondern Boden bitte. Wand bitte, nicht Decke. Das würde ich begrüßen. Ja, nicht ganz. Hallo? Hallo? Wollen wir jetzt hier eine Wand anbauen? Wollen wir hiervon? Achso, wollen wir deswegen eine Wand anbauen, weil da. Ah ja. Mach ich das doch mal. Ja. Oder nee. Ah, es ist nicht so.
ist nicht ganz so einfach, wie man eigentlich immer denkt. Aber das kennen wir ja. Dieses Aneinander... Ah, jetzt macht das. Dieses Aneinanderklippen hat schon so seine... Nachteile. Was ja gar nicht bekannt ist, nein. Da erzähle ich euch was ganz Neues. So, die will ich auch weg haben. Okay. So, das schließt sich an dem an und die beiden hängen... ich könnte jetzt natürlich erstmal ein bisschen auf Pause mal stellen. Ja, aber sie scheinen momentan zu speisen. Das ist auch schön. So, dann könnte ich jetzt hier theoretisch noch bis zu... wo ist unsere Rüstung auf dem Arm? Hallo? Gar keine Rüstungstexturen mitgeladen. Okay, ich verlasse mich mal auf die Anzeige, dass sie stimmt. Also wenn ich jetzt wüsste, wo die Kollegen sind, beziehungsweise von wo uns die beobachten, oder einfach nur abhängen. Ach, da hinten. Na, komm her. Komm. Wo kommt der zweite gerade her? Ach da. Ich wusste, dass noch mehr da sind, aber dass die jetzt so... Arschlöcher. Hätte auch so gut klappen können. Aber das sind die Kleinen, die kommen glaube ich nicht rein. Das sind bloß die... Großen, die hier eindringen können. Wenn ich dann auch zumindest mal das eine Dach fertig hätte, dann könnte man das schon mal von drinnen zumindest weiterbauen. Denn, oh Gott sei Dank. So, die kann auch weg. Die kann weg. Die kann auch weg. So, das heißt, wir können jetzt hier theoretisch mal anfangen, die Bäume aufzu... Zumindest mal so ein Ding hier zu bauen. Nicht einfach. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nicht irgendwas hinbaue, was falsch ist, aber... Achso, die kloppen sich gegenseitig schön. Das freut mich doch sehr. So. Ja, geschickt gemacht, aber wie komme ich da jetzt hoch? Vergesse ich leider auch zu oft, dass ich da gar nicht mehr so rumbolzen darf. Ja, von wo baue ich denn eine Treppe hin, verdammt? Eigentlich wollte ich da in die Ecke, das heißt, da hätte ich eigentlich den ersten hinsetzen sollen. Wozu Treppen? Ja, denn ich habe jetzt auch schon überlegt, halt für... Wenn wir das nächste Mal neu bauen müssen. Ja, es wird ja... Es wird ja so kommen. Baue ich da schon an?
Ah, ich baue es in die Richtung hier weiter. Hallo? Hallo, erkenne den Boden. Erkenne den Boden. So. Ja, jetzt sind wir natürlich out of wood. Ziemlich dämlich, wenn jetzt halt die ganzen Kollegen draußen rumlaufen. Vor allem, wenn dieser Feuertyp dabei ist. Da habe ich jetzt, auf den habe ich gar keinen Bock. Hab jetzt aber auch keine Lust, hier irgendwie 20 Minuten rumzuhängen. Die Folge nur wieder zu Ende gehen zu lassen. Deshalb, wenn man hier... Ja, du mich auch. Da hinten steht eine Truppe rum. Ah, ist ein großer. Diese Großen können echt so mit einem Satz halt die Sachen überwinden. Das ist unschön. Aber egal, ich gehe trotzdem mal Bäume fällen. Es wird natürlich jetzt kompliziert mit Bäumen fällen. Das ist ja... Das wird nächstes Mal auch nicht ganz so, zumindest nicht im unteren Bereich, wird es nicht so groß, habe ich mir überlegt. Wie? Alle jetzt schon? Hier fällt... Ach toll, hinterm Busch. Ja, super. Jetzt aber drauf. Drauf! Energie kriegst du gleich wieder. So. Nee, ich dachte eben schon, das wäre das Schmatzen von den Mutanten gewesen. Aber es war zum Glück nur ein hungriger Kannibale. Ich bin noch von der großen Sorte. Ich habe jetzt auch nicht festgestellt. Kriegt doch mal schon die Schäne auseinander. Ich bin hier am Arbeiten. Was? Oh, diese Säcke. Ich stehe nicht auf diesen Touristen-Tünnef, Mann. Wieso war das eigentlich einer mit Kopfteil? Das war ja ein kleiner. Okay, es können also... Diese Palisaden bringen absoluten Scheiß. Weil auch, nicht wie ich sonst mal dachte, nur die Großen hier rüberspringen können, sondern auch die Kleinen. Ganz geil. Und ein Stamm ist uns gerade weggerollt. Super. Tja.
Sir? So, schnell das andere Holz sichern. Na klar, es wäre jetzt natürlich auch optimaler gewesen, ich wäre vor den Bäumefällen in die Höhle gegangen, dann wäre aber der Baum, den wir schon angekratzt hatten, vermutlich verschwunden. Nur einer. Ich habe jetzt keinen Bock hier wegen einem Stamm da irgendwie mich durch die Horden zu schlagen. Oder halt durch die Horden zu laufen. War hier nicht gerade ein Stamm? Ein Schien ist doch so. Da liegt noch einer. Mann, sind die wieder verteilt, ey. Das ist ja, und dann noch so eine alte daneben. Ganz geil. Genau das, was man haben will. Verpiss dich. Wo ist der Stamm? Ja. Ja, okay, da liegt auch noch einer. Den können wir auch noch mal holen. Der ist ja nicht ganz so weit weg. Aber für zwei Bäumen haben wir jetzt gerade mal vier Stämme verbaut. Das ist nicht allzu üppig. Ihr Bratzen. Mann. Och Leute, ich bin ein Mann des Friedens. Ey, lasst mich aus eurer Scheiße raus. Haut euch gegenseitig diese Schädel ein. Das ist mir vollkommen egal. Ich bin nicht hier, um euch zu missionieren, sondern einfach, weil ich hier sein muss. Mit ihrem scheiß Glaubenskrieg, ob Wade besser ist, oder Lende, oder Schulter, oder Hirn, was weiß denn ich? Ist mir auch vollkommen egal. Oh, diese Drecksau. Ja, bete den heiligen Grashalm an, Mann. Wäre schön, wenn ihr sowas einbauen würden wie Häkel dir ein wenig Stacheldraht. Der strickt dir eine Uzi oder so. Mann. Ja, ich komme wieder gar nicht so viel zum Labern, weil ich einfach... Habe ich eigentlich echt total auf eine schöne, ruhige Baufolge gefreut. Um hier zu testen, so wie das dann aussehen könnte und wie das Ganze wirkt mit dem, was ich da mir dann auch jetzt eigentlich auch für den neuen Patch auch überlegt habe, wie man die Festung aufbauen kann. Vor allem auch so aufbaut, dass halt nicht so viele Typen da rein platzen können.
Und so halt, dass sie mit einer kleinen Basis, mit einer kleinen Grundfläche trotzdem schön groß wird. Okay, ihr findet das witzig, ja? Du findest das total... Ja, du freust dich darüber, ne? Das macht dir Spaß. Das macht euch heimlich viel Spaß. Ja, wo ist er denn? Ja, hör auf, auf den Boden zu hacken, Mann. Ich gehe in die Höhle bereits. Und hier ist noch ein Stamm. Ich soll mich verkommen lassen. Scheiße, die Energie. Durchhalten, Junge, durchhalten. Gleich zu Hause. Auch mit diesem in Luft schlagen, das ist echt Panne. Wenn er reinkommt, gehen wir raus. Da kenne ich nichts. Hallo. Hallo, da bist du wieder. Wo denn? Klar, noch weiter. Ach, warte mal, wenn ich jetzt diesen auf der Schulter habe. Da geht der auch nicht verloren, genau. Aber wenn ich rauskomme, müssten wir auch zur Ruhe haben. Achso, Farbmodus weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt wieder zurückgestellt auf Original. Weil ich ja die letzten Folgen immer mit Farbmodus gespielt habe. Jetzt war ich allerdings bei diesem M131 und ich glaube, danach habe ich wieder auf Normal gestellt. Weil irgendwie so richtig zugesagt hat mir eigentlich nichts. So, haben wir zumindest die Wand fertig. Ich gehe mal schnell schlafen. So. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Die 20 Minuten sind um. Ich will es auch nicht mal so ganz so lang machen. Ich meine, ist klar, in einer 40-Minuten-Folge, also in einer doppelten Länge, schafft man natürlich mehr, aber ist immer so die Sache des Zuschauens und des Zeithabens. Also es ist ja auch immer, wie lange hängt sich jetzt einer vor und guckt halt irgendwie so ein Let's Play oder so, wo es ja vor allem auch so viele gibt. Deswegen, ich versuche es immer trotzdem jetzt so bei 25 Minuten zu belassen, auch wenn da nicht allzu viel passieren kann. Wenn ich mal Bock drauf habe oder zu viel dann hier sich bei mir ansammelt, dann mache ich vielleicht auch mal, dass ich halt abends eine Doppelfolge raushaue, aber das ist halt auch dann, ja, mehr mal eher eine Ausnahme als die Regel. Ja gut, aber ansonsten denke ich mal, morgen geht es dann erstmal weiter mit dem lustigen Bauen. Und ja, dann vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Schreibzug. Könnten wir eigentlich auch machen. Wir könnten nochmal einen kleinen Schreibzug machen und uns mal ein bisschen die Gegend anschauen.
Irgendwas wird mir schon einfallen. Denke ich mal. Okay, dann auf jeden Fall noch einen schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Bis dann, lasst einen Daumen da. Tschüss.